Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frogdor und ich bin wieder in Assassin's Creed 2. Jetzt gebe ich ehrlich zu, es ist nicht ganz fair, dass ich in dem Spiel schon deutlich länger verweile als in so manch anderem Spiel. Ich muss aber dazu sagen, ich finde es echt gut. Mir gefällt das wirklich gut, wie hier die Geschichte erzählt wird und die Atmosphäre, die Darstellung in den Städten. Dieses Open-World-Ding, es ist jetzt auch mittlerweile halt einfach mal 8 Jahre alt. Da darf man halt auch einfach ehrlich sagen, klar gibt es mittlerweile Open-World-technisch deutlich mehr, aber es ist halt wirklich ein schönes Spiel. Was mich halt wirklich so ein bisschen ankrätzt, das ist zum einen die verkorkste Maus-Tastatur-Geschichte hier. Finde ich persönlich einfach sehr unglücklich, wie sie es umgesetzt haben. Da klar könnte man sagen, ich spiele jetzt mit Controller, aber habe ich jetzt oft genug gesagt, nee, mache ich nicht. Dann sollen sich die Entwickler halt einfach mal Mühe geben. Der Controller, der Konsolenspieler, dem sagt man ja auch nicht, dann lass halt den Controller weg und kauf dir eine Maus und Tastatur und spiel halt an der Xbox oder an der PlayStation mit Maus und Tastatur, wenn das Spiel vom PC auf die Konsole kommt. Die erwarten ja auch, dass das vernünftig dann funktioniert. Finde ich also gleiches Recht für alle. Und das andere, ich muss halt sagen, ich weiß, dass das die Hintergrundgeschichte ist mit dem Desmond wie heißt es nochmal, Animus und so. Ich persönlich finde das aber, mich reißt das immer so raus. Ich fände das Spiel schöner, wenn es tatsächlich um den Assassinen im 15. Jahrhundert ginge. Wenn man das mit dem Desmond, Animus und den ganzen Blabla drumherum, kann man ja von mir aus im Intro und danach knicken, ja, also Intro und danach spielen wir einfach bloß konstant in dieser Phase. Ich persönlich finde, mich stört das, mich reißt das raus aus diesem Spiel, immer aus dieser Atmosphäre, aus der Story. Mich irritiert das einfach, also ist Geschmackssache, aber ich finde es irgendwie nicht so, The Burner. Mir wäre das lieber gewesen, sie hätten das konsequent dann, ja. Trotzdem, ja, schöne Sache, und ich finde das einfach immer schön, wenn ich einen Basenbau habe. Klar ist das hier letztlich ein Gimmick, ja, ein Spielfeature, das das Spiel eigentlich gar nicht effektiv nutzt. Das ist so, es ist im Prinzip nichts anderes als ein Minispiel, ja, dieser Ausbau von der Stadt, weil letztlich, wir brauchen dieses viele Geld, das die Stadt dann für uns generieren würde, das brauchen wir überhaupt nicht. Es gibt ja ohnehin nur eine Handvoll Ausrüstungsgegenstände. Wir sind ja auch nicht in einem richtigen Rollenspiel, wir haben hier einfach ein Open-World-Action-Spiel. Und letztlich ist dieser ganze Ausbau so eine Art Minispiel-Gimmick. Ne? Aber es ist halt ganz hübsch gemacht, es gefällt mir. Ne? Das Spiel ist halt einfach ein Open-World-Action-Spiel, hat verschiedene Features, die sich halt erst im Laufe des Spiels überhaupt erst zeigen, wie eben jetzt der Ausbau von dieser Stadt. Hätte ich jetzt wie in einem Jump'n'Run ein oder zwei Videos nur gemacht, dann hätte ich viele Sachen gar nicht zeigen können, die in dem Spiel halt wirklich da sind und die das Spiel deutlich reizvoller machen können für viele Spiele. Aber ich mache das ja auch dann nicht. Ein Jump'n'Run kriegt bei mir tatsächlich meistens nur ein, zwei, maximal drei Videos. Das meine ich aber nicht böse. Das ist auch nicht, weil ich was gegen Jump'n'Runs habe. Ich habe Mario damals gesuchtet und Sonic auch. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja im Fraktal Games Archiv darum, dass ich ein Spiel zeige, euch zeige eben und sage, pass auf, das ist das Spiel, so sieht das aus, so funktioniert das, das macht man da drin. Das finde ich gut, das finde ich jetzt nicht so gut. Und bei einem Jump'n'Run, wo jetzt, vor allem bei einem klassischen 2D-Jump'n'Run, wo bleiben wir bei Mario? Ein bärtiger, kleiner italienischer Klempner von links nach rechts durchs Bild rennt, hüpft irgendwelchen Leuten auf den Kopf, hüpft manchmal mit seinem Kopf gegen Kisten, dann fallen dann Pilze raus, die wirft er sich ein und dann ist alles viel schöner. da macht man ein, zwei Videos und dann ist eigentlich klar, worum es da geht, weil da passiert ja nichts mehr Großartiges. Ja, bei den späten Super Mario könnte man sagen, nachdem man das erste Level geschafft hat, oder vielleicht das zweite, dann ploppt erst diese Weltkarte auf mit diesen verschiedenen Tunnels, wo man sich dann raussuchen kann, wo man will. Die rudimentäre Vorläufergeschichte der Open-World-Geschichte. Der Spieler kann sich selbst raussuchen, welches Level er als nächstes spielt. Das gab es schon in den 80er, Anfang der 90er in den Jump'n'Runs. Dann macht man ein Video, wo man das erste Level zeigt, dann das zweite, wo man sieht, wie man da drin rumwuselt und sich dann so eine Röhre raussucht, wo man dann in Welt 2.7 geht und hüpft dann dort den nächsten Leuten auf den Kopf und wirft sich Pilze ein und verwandelt sich oder wirft sich Sternkekse ein und dafür kriegt man dann Waschbärschwanz. Also, klar könnte ich sagen, wenn ich das Spiel einfach total geil finde, ich mache jetzt ein komplettes, vollständiges Let's Play und baller das einmal komplett durch das Spiel. Da muss ich ja tatsächlich sagen, das kommt bei einem Jump'n'Run bei mir tatsächlich eher weniger vor.
wie ich ein kleiner Bub war, fand ich Jump'n'Runs toll. Mittlerweile hat dieses Genre für mich ganz gewaltig an Reiz verloren. Ich bevorzuge mittlerweile halt dann doch komplexere Spiele mit ne gut erzählten Geschichte. Und ja, also dann ist eher sowas wie das hier, Assassin's Creed Heile oder eben die Total War Reihe, also oder so Geschichten dann eher für mich interessant für wirklich ein komplettes Let's Play. Ob ich das jetzt komplett durchspiele, das weiß ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Im Moment gefällt mir das Spiel wirklich gut. Ich könnte mir da schon durchaus vorstellen, dass ich das mal bei Gelegenheit mal wirklich komplett durchziehe. Ob ich jetzt den ganzen Minispiel-Muckefuck mitmache, eher mal nicht. Also ich sehe mich jetzt nicht darin, auch die letzte beknackte Feder irgendwo einzusammeln. Das ist für mich interessant. Mir geht es hier um die Geschichte. Die würde mich wirklich interessieren, mal einmal komplett quasi das durchzuziehen, um mir die ganze Geschichte anzuhören. Das würde mich reizen. Von mir aus diese komischen Gräber suchen. Ja, so, egal. Jetzt habe ich euch mal wieder lang und breit was erzählt. Das lag aber nur daran, weil ich jetzt diese Videos rausgehauen hatte und hatte eben den Kommentar bekommen, dass das irgendwie seltsam ist, dass ich jetzt bei dem Spiel 15 Videos auf Anhieb rausgehauen habe und andere Spiele kriegen irgendwie nur 3. Na, ich fühle mich jetzt mal bemüßigt. Ich muss jetzt mal was sagen. Dann beklauen wir mal weiter die Florentina. Ach so. Ich hatte gerade eben zwischen dem letzten Video und diesem Video bin ich schon ein bisschen Florenz rumgelaufen, habe schon ein bisschen Leute beklaut. Deshalb habe ich jetzt schon mehr Credits. Ja. Weil ich dachte, das ist jetzt für euch jetzt nicht so spannend, so zu gucken, wie ich unbedingt Leuten das Geld aus der Tasche ziehe. Der Assassine, der unsere ruhmreiche Republik heimsucht, wurde in der Nähe gesehen. Seit Warschau. Jetzt mal ehrlich, wer klebt denn hier sowas? Ach egal. Tutto fresco, tutto buono! Seht selbst! Da ist er! Lanjo! Dieser Künstler wirken kann! Luigi, der Fischhändler aus San Marco, möchte, dass es die ganze Stadt erfährt! Er hat mich jetzt direkt angegriffen. Also die Bogenschützen auf den Dächern sind schon mal grundsätzliche Meinung, auf dem Dach hat niemand was zu suchen. Da ist dann egal, ob man gesucht wird oder nicht. Okay. Attenzione! Eine Kompanie Condottieri wird innerhalb der nächsten 14 Tage auf den Feldern nordwestlich der Stadt Stellung beziehen. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, ein paar von den Sachen habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, also die Kurtisanen sind klar, damit lenke ich Gegner ab. Söldner ist klar, die kämpfen mit mir, aber für was brauche ich Diebe? Und das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das habe ich jetzt auch schon einmal so im Hintergrund so einen rumwuseln gesehen, einen Taschendieb. Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, für was der gut sein soll. Oder was ich mit dem machen soll. Schön finde ich aber hier, sehen wir schon mal, wo wir noch überall hinkommen. Wir kommen noch nach Rom. Cipolle, aglio, porri e scalogno! Broccoli, rape, cavolfiori! Qui c'è solo il meglio! Oh, da hinten ist mein Zielpunkt. An alle respektablen Mitglieder der Arte del Cambio, der zweijährliche Kongress... Eccolo, stoppi! ...und beschäftigt nun den Gott von Jere. Der Kongress kann erst stattfinden, wenn eine Entscheidung gefällt wurde.
Ah, da ist schon wieder ein Taschendieb. Da unten ist er, mit dem weißen Symbol. Aber was ist denn das so mit dem Kasten? Venite a provare le delizie del Porto! Wendet euch ab von seinen leeren Borsten! Assaggiate gli insaccati! Verdammt, ich will doch nur essen! Oh! Wenn wir Leichen nach Innerein riechen, werden wir tanzen! Oh, Christoph! Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu dem größten Preis. Seht, ich will euch nicht. Wir haben ein ehrliches Geschäft. Ihr werdet es aber nicht machen. Misericordia. Ja, aber ich wollte auch gar nicht. Ich wollte einen beknackten Taschendieb. Achso, aber der beklaut mich nur. Mehr passiert ja gar nicht. Ja, gut, dann ignorieren wir den. Ja, wir klauen ja auch. Ja. Gleiches Recht für alle. Was ist eigentlich passiert? Also ich meine, mir ist schon klar, was passiert. Ich wurde desynchronisiert, aber das bedeutet eigentlich nur, dass zum letzten Speicherpunkt zurückgesetzt wird, oder? Ach, guck mal, mein Geld ist weg. Ach, so weit hat mich das Spiel jetzt zurückgesetzt. Ach, das ist ja ätzend. Da habe ich ja 600 Florin verloren. In città non c'è di meno, verrete prezzi migliori. Laggiù, da ist der Hat euch mein Lied nicht gefallen, Signore? Haltet euch hier auf vor der Eisentür. Warum passiert das eigentlich immer mir? Machen wir mal Geschichte. Das ist vielleicht Mist. Der Taschendieb. Jemand hat meinen Geldbeutel. Wenn ich dich erwische. Das könnte natürlich... Venite a vedere i miei filati. Wobei ich gern wüsste, was das da oben so... Ach, das ist nur eine Statue, aber warum war die... Jemand hat meine Tasche gestohlen. Wache! Hier treibt ein Dieb sein Unwesen. Ich brauche mal, muss mal. Ah, da oben. Absurd. Hat er sie noch alle? Merda! Was ist in dich gefahren? Den letzten Trottel, der sich so verhielt, haben wir einfach in Stücke gehauen. Jetzt weg hier, Prinz! Ich will nichts damit zu tun haben! Irgendwas sagt mir, dass er es wieder tun wird. Auf den müssen wir aufpassen. Scheiße! Tod! Warum passiert das eigentlich immer mir? Toter Gott! Ich kann nicht sterben! Oh Elend, oh Elend! Ich muss... Ach, welch furchtbares Schicksal. Dafür wird deine kranke Seele ewige Qualen erleiden. Das... Ich glaube, mir wird schlecht. Carne fresca! Sempre fresca! Und Schrecken, die dieser teuflische Mann verbreitet, lassen sie es starten, Männer! Ach, da oben. Ist der ein Gaukler oder sowas? Buongiorno. Bitte nicht, verzeiht, ich gehe. Er muss gefangen und erlegt werden, damit die braven Bürger von Florenz wieder sicher und ohne... Hey, bist du vom Affen gebissen? Merda, ich wurde beraubt. Hilfe. Nur die Wache steht bei dem Gesetz. Ein Hinweis zu den Treiben, die
düster und Weltführer sei das Land. Vergesst nicht, das Gerben ist grundsätzlich nur außerhalb der Stadtgrenzen erlaubt. Diese Meer von Rache verkündet und von Justitias schwer. Nicht der zurückhaltende Tür, einen nach dem anderen richtet und bringt dieser Stadt wieder Frieden. Was war denn das gerade? Für die Schäfchen des Herrn. Lad euch etwas freuen. Wir alle müssen zu seiner Ergreifung beitragen. Kommt, habt keine... Stimmt, ich wollte mir bei Gelegenheit ja Medizin... Ich bin in der Nähe, falls ihr wiederkommt. Stati attenti. Als Folge einer Überflutung am Oberlauf des Arno... Guardate che meraviglia queste spigole! E quanto costa? Tutti insieme. E anche quello. Was? Meine Börse, oh, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Komm zurück. Hol mich. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. Genug davon. Allerdings, warum gibst du nicht auf? Gib zurück, was du gestohlen hast. Ich würde, wenn ich könnte. Kann aber nicht. Ich sag dir, ich mach dich fertig, wenn ich dich kriege. Und wo bleibt da der Spaß? Das gibt's doch nicht. Interessierte Mitglieder der Steinmetz- und Zimmermannsgilden sollten ihre Bewerbungen direkt beim Gonfaloniere abgeben. Was? Auf ein Wort. Jetzt. Salute. Come state? Es tut mir so leid, Freunde. Was habe ich denn nur gemacht? Bitte, lasst mich in Frieden. Ich habe nichts getan. Das ist ermüdend. Darf ich ein Wurfmesser verwenden? Braucht ihr medizinische Hilfe? Aber der stolpert doch nicht. Wir möchten diesen Gotteslästerer vernichten. Er widerspricht allem, was einem guten Christenmenschen recht und billig ist. Jetzt. Nein, falscher. Nieder mit dir, nieder mit dir. Bitte, Herr. Ich bin Fenster der Signoria baumelt, kann sich kein Bürger dieser Stadt wirklich sicher fühlen. Das gibt es nicht. Oh, bitte. Ich denke mal, beeindruckend. Wenn auch her, Leute. Ich habe schon bitte. Was? Lauf, nicht umsehen. Lauft einfach. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Wohlbefinden. Oh, ich
Die Angst, meine Freunde. Auch ich leide unter dem Schrecken, den diese Kreatur verbreitet. Aber wir sind in der Überzahl. Bekämpfen wir diesen Unmenschen gemeinsam. Bitte tut mir nichts, guter Herr. Ich habe dringende Termine. Ha! Haben! Wie, der ist ja, aber... Oh Mann! Der hätte den nicht ins Bein werfen können. Warum denn immer direkt in den Rücke? Komm zurück! Hol mich! Du machst einen großen Fehler, mein Freund! Möge das diesjährige Fest von San Giovanni... Genug davon! Allerdings, warum gibst du nicht auf? Gib zurück, was du gestohlen hast! Ja, haben. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Ich? Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Oh. Gut, das hat sich dann rentiert. Ah, schön. Was? Warum soll ich denn jetzt Adleraugen machen? Ist doch gar nichts. Da, Sello!